Und wie ihr diese coolen Regale baut, das zeige ich euch jetzt in dieser Folge. Und für das erste Regal brauchen wir nichts weiter als schwarzen Teppich. Wichtig ist wieder, dass ihr einen Teppich in dem Raum ausgelegt habt, sonst funktioniert dieses Regal nicht. Dafür setzt ihr diesen schwarzen Teppich hier unten rein. Ihr könnt das mit allen Teppichfarben machen. Ich finde aber schwarz sieht da am besten aus. Und dann setzt ihr immer einen Block drüber so einen Teppich, dass es quasi so ein Regal ist, wo man hier was reinlegen kann. Ihr könnt das Ganze auch zwei groß machen oder als Eckregal. Das ist kein Problem. Und ja, wenn ihr den untersten abbaut, dann fallen die oben drüber auch weg, da die ja quasi da drauf liegen. Du ruinierst nicht meine Aufnahme. Für das zweite Regal benötigen wir einen Holzblock, den setzen wir dahin und dorthin. Ihr könnt den auch hier hinsetzen, das spielt keine Rolle. Aber ich benutze es eigentlich mit einem Block dazwischen Abstand, dann setzt ihr es so. Dann kommt hier ein Oak-Fence drauf, hier auch. Dann könnt ihr die unten wieder abbauen und den Teppich hinsetzen. Ihr müsst keinen Teppich setzen bei dem. Und dann setzt ihr diese Trapdoors hier ran, damit das quasi so eine Ablagefläche ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Eisen-Trapdoors machen, da wir in der 1.8 spielen. Und das letzte Regal ist etwas aufwendiger, das habe ich mir ausgesucht, also das habe ich selber gebaut, da ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Ich kann schnell Night machen, Time Set Night. Und ihr seht, das leuchtet ziemlich cool im Dunkeln, da ich diese neuen C-Laternen benutzt habe. Aber es leuchtet doch nicht zu krass, dass das jetzt den ganzen Raum beleuchtet. Und darum mache ich schnell wieder Tag, Time Set Day. Ah, komm. Und zwar braucht ihr für dieses Regal ein Feld, das zwei hoch ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lang und einen in die Wand reingeht. Ihr braucht aber dahinter noch ein bisschen mehr Platz, wie ihr seht. Ihr könnt das auch platzsparender bauen, dann sind zum Beispiel hinten diese Lampen nicht da, da kann man Quarzblöcke hinsetzen. Und dafür ziehe ich hier noch schnell eine Reihe drauf, weil sonst funktioniert das nicht, das habe ich vergessen. Ja, tut mir leid. Dann zwei Reihen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ja, dann baut ihr hier hinter so diese Blöcke. Als Begrenzung quasi. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Und könnt hier dann diesen weißen Teppich reinlegen, auch als kleine Ablagen. Für den Teil in der Mitte benötigt ihr hinter dem Regal einen kleinen Klotz. Der sieht so aus. Das ist ein 4x3 hoher Quarz, eine Quarzwand. Und die bauen wir hier. Ja, ich habe die jetzt aus Quarz gebaut. Ihr könnt das auch aus anderen Materialien bauen. Das sieht so aus. Aber die hier nicht. Diesen Treppen. Dann die Laternen, die werden so platziert, dass ihr hier unten zwei Laternen hin platziert und hier mit solchen Treppen quasi so nach oben setzt, da die Treppen eine andere Textur oben haben, dass das so ein bisschen gebrochen aussieht. Dann kommen hier die Treppen rein und das Ganze wird mit Quarz aufgefüllt. Für diese Glasvitrine setzt ihr einfach hier Glaspaints hin und einen hellgrauen Teppich. Ich habe jetzt hellgrauen Teppich genommen. Ihr könnt den auch weglassen, zum Beispiel hier, damit ihr die Texturen seht. Aber ich habe hellgrauen Teppich genommen, da ich finde, dass das sich so ein bisschen von diesem weißen Teppich hier abgrenzt. Und hier oben kommen dann einfach Slabs hin und dahinter dann diese Seelaternen. Das sieht so aus. Und die Laternen da. Wie gesagt, die müssen nicht sein. Und ja. Ihr seht sicher, dass ich hier noch so Banner dran gemacht habe, die jetzt in der 1.8 gekommen sind. Den craftet ihr, indem ihr zuerst einen Banner mit Lapis Lazuli als Kreuz hinlegt, damit ihr so ein Kreuz bekommt. Dann wird grüner Farbstoff drumherum gemacht. Dann kommt wie baut man das? Ich glaube, wie ein Kompass, der wird auch ungefähr so gebaut. Und das halt drin, also dass ihr es so anordnet. Und als letztes kommt dieser Creeper-Kopf rein und damit bekommt ihr diesen Banner. Der sieht dann so aus wie, ja, ich den hier unten. Was ist denn hier für eine Party? Also jetzt mal ehrlich, aber warte mal. Peaceful. Okay, tschüss. Und zwar sieht der Banner dann so aus. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Ich habe den mir selbst ausgedacht. Ihr könnt das natürlich auch anders machen. Steht im Minecraft-Wiki, wie man die baut.
Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung auf jeden Fall freuen. Könnt mich gerne abonnieren, müsst ihr aber nicht. Aber ja, wie gesagt, dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Ich werde jetzt in der Woche jeden zweiten Tag ein Einrichtungsvideo rausbringen. Am Wochenende werde ich jeden Tag eins rausbringen, weil mir macht die Serie eigentlich ziemlich viel Spaß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne Tipps oder Kommentare in die Kommentare. Guter Satz. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.